Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danny Rollpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Letzte Folge haben wir mit Rico Traverse Town erneut abgeschlossen. Und ja, jetzt müssen wir mit Zora noch mal durchgehen. Und ich habe offscreen mit Rico bis fast zu Level 26 gelevelt. Ich hoffe, wir tun mit Zora auch schon ein paar Level hier in dieser Welt bekommen. Und ja, ich habe natürlich ein paar Traumfragmente und so weiter alles gesammelt nebenbei und ich habe gemerkt, ich kann hier was herstellen. Und zwar würde ich gerne den hier herstellen, den Zulu-Käfer. Aha, schön. Wie nennen wir den? Jedes Mal gleich Problem. Nennen wir dich Dim. Wir mal löschen. Dim von das große Krabbeln. Einer meiner absoluten Lieblings-Pixar-Filme. Wenn nicht sogar der. Mein Gott. Aber was kannst du? Wir sagen, du kannst mir ein paar neue Sachen geben. Dich kann ich auch herstellen, ausgezeichnet. Geräte. Ah, wegen Geräten. Ah, hab verstanden. Aber wenn ich dich jetzt. Habe ich so ein Vieh schon mal hergestellt? Dann war ich so Gretchen. Meine Güte, nur Fehler ja machen. Ich kann die ja jederzeit umbenennen, also ist das ja eigentlich nicht so ein Problem. Gretchen. Schön mit E geschrieben, aber ich schreibe damit und sagt mir, ihr könnt geile Sachen lernen. Nullaufladung, was ist das? Das ist eine ganz neue Fähigkeit, die wir noch gar nicht haben, glaube ich. Link blocken kann man lernen. Immunität, das haben wir schon. Sinistra gibt den aber noch nicht. Ich würde gern Blitzger haben. Ja, halt mal mit dir hier die neuen Dinger hochleveln. Fertigkeiten, sage ich doch. Aber nichts. Alle Quanten sind ein Deck verkürzt, wenn du unter 25% HP hast. Warum kann das nicht Unterstützung sein? Ich habe voll wenige von denen. So, rein da. Okay, jetzt versuch mal dieses zwei Welten Konzept so zu erklären, da bin ich mal gespannt. Huh? I'm back in Traverse Town. Why, hello down there, Sora. I've been waiting. You do know you can wait on the ground, right? Come down so we can talk. Now? Now? What do you mean now? You're the one who said you were waiting. You know, you're turning more into Neku every day. But listen, I'm glad you two showed up because... You two? Does that mean Riku's here? Yes, but you and he are still a world apart. He didn't seem especially worried, though. He knows he'll find you. Yeah. Just look at Neku. He and the others all found their game partners. Oh, they're back home safe now? Remember what I told you. Their existence is on the line. And the Reapers are dead set on erasing them for good. But they found refuge in this world. And luckily, each other too. Reapers? Right. If Neku and the others want to get back to where they came from, they need to win the Reapers game. It's like a series of missions. Those are the rules of their home ground. Except, this time, the mission is a tough one. They're pitted against a Dream Eater that can summon 100 more like it. So, I was sort of hoping you and Riku could help us out. You have your Keyblades, and with those, we might still have a chance. Well, I'm glad he's here with me. If he is. Riku's on one side of the portal, and you're on the other. He might be by your side, he might be a million miles away. You can't measure the distance in time or space. Even without the wall between you, it's hard to say.
Don't worry. He's with me. Even when it might seem like he's not. Then you two are lucky. You and your friend are lucky too, Joshua. I appreciate you saying that with conviction, even though you have no idea what you're talking about. Hey! Anyway, Neku and his partner are picking up the phone. Wieder mit auf Kosten von Tora. Right? Always. Alle machen sie sich über Intelligenz von Sora lustig hier in dem Spiel. William, diesen Spiel sind auch ein bisschen anders hier. Keine Ahnung. Manchmal tut er auch ein bisschen selten dämlich hier, habe ich so das Gefühl. So, bevor ihr mir auf den Nerven geht. Oh, na verdammt. Hat erstmal da reingelaufen. Gut. Hör mich da hinten irgendein Viech ab. Ja. Noch. Stimmt, ich war kurz vor Level 23. Mit dir habe ich noch Vita. Nein. So, auf auszurasten, bitte. Danke. Oh mein Gott, ehrlich. Leute. Ah, du kannst diesen Strahl machen, ausgezeichnet. Da bevor ich kommst du jetzt schon wieder her. So. Erstmal Vitra reinpacken. Na, warum nicht? Wenn ich für die Story 2 Vitras oder Vitras brauche, ne? Brauche ich nur für die optionalen Bosse in Kingdom Hearts Birth by Sleep. Übrigens immer noch einen Boss am Fehlen ist, den ich machen muss. Würde ich ja gerne machen, aber ist er nur der unfairste und stärkste Boss in ganz Kingdom Hearts. Nein, nicht der verweilende Wille. Den finde ich sogar einfacher als den. Aber bevor wir das Projekt beenden, werde ich den auch noch schaffen. Ja, Birth by Sleep auch abgeschlossen haben. Oh, super. Worauf? Ich habe gesagt, wo ich hin muss. Genau zum Bodenplatz, okay. Down. Can we get a timeout? Ich glaube, das muss noch ein bisschen warten. What? Miss me? Sora, I'll take it from here. No. I don't need your help. Of course you do. Where are your dream eaters? How else can you fight? I don't need them anymore. Oh, right. Your partner. Well, don't you want to make it out of the game? Who's gonna help her if you get hurt? Okay, you win. I'll let you do the sweating. Okay. Der macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Vorher konnten die nicht kämpfen, jetzt können sie kämpfen. War normal, also ich habe ja keine Ahnung von dem Spiel. Wahrscheinlich können die irgendwie kämpfen, ich weiß noch nicht wie. Ja, ich will ja irgendwo noch mal ranspringen. So. Also das müssen zwei normale Menschen nehmen, die Partner sind. Mia sagt von den anderen, ich kann nicht kämpfen ohne meinen Partner. Toll, haben sie. Sind zwei Menschen, die nichts drauf haben, und haben sich zusammengetan. So irgendwie nach der Logik hier kommt das so rüber. Wo ich mir sicher bin, dass die irgendwie was können. Das ist noch nicht was, weil ich das Spiel nie gespielt habe. Von dem, was ich so gesehen habe von dem Spiel, werde ich auch, glaube ich, nie anfangen mit zu spielen. Also netter Versuch Square Enix. Aber nein. Bitte bleib bei Final Fantasy Charakteren, weil ich Kingdom Hearts 3. Ich glaube, das schläft mich ein, oder?
Alter. Alter, was ist das? Wer macht das? Was hat weg? Ich will meine Kommandos einsetzen. Ich glaube, haben meine Kommandos sind geblockt. Wer ist er das? Ich möchte genauso viele Erfahrungspunkte haben wie Eco, aber irgendwie bekomme ich hier nicht viel, da habe ich so ein Gefühl. Was? Okay. Was soll ich sagen? Aber das war noch nicht der Kampf. Ist wahrscheinlich das eine Viech am Ende erledigen, ne? Stimmt, ja, Rico hat den ja von der einen Welt zur anderen hier gebracht. Gleithaken. Was Neues? Glaub nicht. Sora. So, you must be Neku's partner. Yeah, I'm Shiki. Nice to meet you. Neku told me all about you. So dünn. Cool. But you should have seen him. He looked everywhere for you. Hey, Sora, stop talking. What? Why? You said you need her. That's a good thing. That's sweet, Neku. I need you to stop annoying me. Mm-hmm. Well, I still think it's sweet. It's nice to be needed. I'm sorry, is this a bad time? Because that Dream Eater we're after has retreated to the other imagining of this world. Other imagining? You mean where Riku is? Yes. He and our other friends will do what they can, but we'll just run ourselves in circles at this rate. We need to trap that thing in one place, and then we can finish it. Trap it where? The third district. Okay. Joshua. Yes, Neku? Tell me, are we really gonna make it home? But Neku, I thought you couldn't afford to lose. Give up on yourself, and you give up on the world. Right. So I'll see you there. Huh? Me? Yeah. You're my friend. It's your home too. Maybe it's you that's turning into Sora. Huh? Thanks. Die Proportionen von diesen Charakteren, weiß ich nicht. Irgendwie sehr komisch, aber vor allem wenn Sora direkt daneben steht. Nur Sora, okay. Hier? Ja. Ja, okay. Und wenn den angefangen mit Rico, ja, ne? Komm mal her. Moink. Uff. Sehr schön. Ah. Das Gefühl, ich brauche ein paar Level. Boah. Komm her. Muss ja noch einer. Warum steht hier alle da hinten? Ach, jetzt muss ich wieder durch dieses Postoffice hier. Postamt, genau. Ich werde durch dieses Postamt hier durchrennen. Halt, fällt mir gerade ein. Ich kann ja nicht das Menü öffnen. Hier, das habe ich auch schon. Okay, mit dem Panda, wo ich das Panda-Rezept bekommen habe. Ich muss diese Spezialdinger so oder so machen. Also nicht. Warum eigentlich? Auch Rezepte, ein paar Rezepte winken doch bei mir für mich ab, ne? Ich habe nur beim ersten Jahr eins bekommen ab. Stimmt nicht, beim zweiten habe ich auch eins bekommen mit Rico. Er hat so ein Katzenrezept bekommen, glaube ich. Aber seitdem irgendwie nie mehr, ne?
Hi. Oh. Und frisst das. Bah. Da ist davon irgendwie. Was muss man so? Ach so, ist bestimmt der Käfer, ne? Das Dim. Stimmt, Dim, der diese Zielmarkierung macht, ne? Ich mache noch ein paar Gegner. Ich bin kurz vor Level 24. Ja, ach da. Uff. Uff. Also Kommandos, die zielt schon viel ab, ne? Nein, wie könnt ihr es wagen? Ja, war schon wieder. Immer wegblocken, aber funktioniert der Elf der Zeit nicht, habe ich so ein Gefühl. Deswegen weg im Schatten nur noch mehr auf. Kommt wegblocken. Da, 1,3. Gut. Wow. Noch jemand? Nein, okay. Wo sind jetzt schon mal eben? Mal. Okay, perfekt. Wow. Ah. Was? Oh, was? Was? Ist da der war? Da, wo muss ich hin? Da. Irgendwo da hin. Ich glaube da. Ma. Oder voll stylisch hinrutschen. Wenn wir diesen gestörten Weg hier nehmen, den ich die ganze Zeit hier hoch und runter. Wo ist Gegner? Hier. Boah. Da kommen sie wahrscheinlich wieder nach oben, ne? So. Da bist du. Kreis. Ha. Da ist noch einer. Das ist die Ballons. Und rein da. Wird schon wieder richtig sein. Hi. Ja. Stimmt, man kann ja noch von hier aus dahin. Gerade gefragt, kann ich nicht einfach wieder zurückgehen? Hier vom Brunnenplatz aus. Aber der führt ja gar nicht dahin. Ich denke mal, ich kann von diesen einen komischen Festplatz dahin gehen. Bei euch Giraffen habe ich schon mit Rico bekämpft, als ich Travers noch mal besucht habe. Ich glaube, die sind erst hier offiziell antreffbar. Ich habe irgendwie direkt einen neuen Traumfänger-Eintrag und so alles bekommen. Schon gefragt. Oh. Ja, bis Level 25 hochleveln. Dann können wir gegen den Boss kämpfen. Nehmen wir an, wir kämpfen gegen den jetzt, ne? Weil Rico hat den ja rüber Yang geschickt am Ende. Dann müssen wir ja wohl mit. Oh. Schon wieder. Mein Dings gesenkt. Kann ich neue Sachen kaufen? Nein. Kann meine Traumfänger was Neues lernen? Ja, hallo. Link blocken. Drücke, um den Geist angegriffen, um ihn zu schützen. Ah, okay. Ja, brauche ich jetzt nicht. Das ist mir schon wegblocken irgendwie wichtiger, glaube ich. Mit dem muss ich drei Link-Verbindungen eingehen. Sparen wir mal, weil Notaufladung klingt doch irgendwie awesome. Giftsturz. Mal oder nicht. Magie hast. Mit dem muss ich zwei Link-Verbindungen. Gleich beim Boss. Ne? Schattenbrecher. Nehmen wir das mal für Rico. Oder?
Ich glaube, mit Level 25 wird das nicht mehr. Weil ich muss ja dann gleich auch noch besiegen, bevor meine Sturzanzeige sinkt. Damian. Danke. Boah, 1. Perfekt. Ist wieder auf 1 runtergegangen. Geil. Du, ey. Nein. Ich hau dich in die Ecke. Bring mich um die Ecke, ja. So, hier ist Traverse Mitte. Nord, meine ich. Gleich bei Dingen sind wir fällig. Ich mal an, müssen Traverse ausgehen und kämpfen, ne? Boah, das darf doch jetzt aber nicht wahr sein. Könnte ich mal aufhören. Immer diesen Schlafzustand bei mir auszulösen. Wollte ich eigentlich nicht. Die ganze Zeit abwehren. Von Wand zu Wand gesprochen. Für den Boss wird halt ja wohl noch reichen, ne? Und frisst Ballons. Ja. Ja. Perfekt. Gehen mit einem Schlag hier. Und damit ab und rein da. Und dann fertig. Aber mit dieser Anzeige noch schaffen, ne? Dann komm ja her. I got it, Riku. It's working. People through for us. We'll handle things here. You take care of the boss. Will do. Okay. Boss, der andere Boss ist spawnen. Alter Höhle kann es eigentlich zum Traumfänger aus. Oh, wegblocken, ausgezeichnet. Und jetzt sind wir wieder bei 1.0, sehr gut. Ich kann da ein. Viel ab, ne? So. Ein bisschen besser in dem Spiel jetzt, ne? Ich habe ein paar bessere Angriffe statt nur Schwertfall oder so wie beim letzten Mal. Hat überhaupt Schaden? Ja, ne? Bisschen. Auf dich, na. Bin ja schon gleich weg. War's aber dann noch nicht schnell. Stimmt ja, ich habe noch meine Dingens. Du willst rein. War. Hi, dich kann ich auch noch. Kannst du den hier schon? Ja, ich glaube, den kennt er schon. Ey, in der City the Closh hat sich, glaube ich, mal gemäht. Und mir geht gleich hier echt die Sturzanzeige auf, wenn es so weitergeht. Er ist schon ein bisschen nerviger zu bekämpfen. Mal warum nicht? Boah, wie viel Schaden wir anrichten. Wir sind wahrscheinlich genauso stark wie vorher, ne? Als sie zum ersten Mal bekämpft haben. Jedenfalls so ein Gefühl. Boah.
Okay, ist gut. Lass mich auch mal wieder angreifen. Danke. Oh Gott. Hey. Boah, jetzt kann ich den Kampf nochmal machen. Junge. Ey, das darf man jetzt nicht wahr sein. Wieder mir nur Schaden gemacht hat jetzt am Ende. Erstmal wieder irgendwas auf 1.0 bringen. Das soll jetzt nicht wahr sein, ey. In aller Luft, ich will mal abwehren mittendrin. Da komme ich nicht dazu. Oh. Ah. Nein. Oh. Ja, darf ich dich. Du hast auch noch einen Balken, Mann. Start. Oh, ich finde das nicht witzig, dass ich den Kampf noch mal machen musste. Ist gut, Mann. Auch damit. Oh, oh mein Gott. Jetzt kommt der noch mal hier mit dem. Bin ich übervorsichtig, das ist nicht gut. Noch mehr. Bringt sogar. Das bringt sogar, ausgezeichnet. Mal, wie viel ich denn abziehe damit. Warum kann ich das nicht? Hör auf mich hier. Und wo ist die Robbe, ey? Warum kann ich das nicht einsetzen? Oh. Junge, ist gut, Mann. Hey, was soll denn da, Scheiß? Boah, jetzt kann ich den Kampf nochmal machen. Junge, was ist denn das? Oh. Aber nur weil er ununterbrochen am Angreifen ist, ey. Jetzt muss ich wieder warten, bis der hier. Oh. Halt mich an. Oh. Junge. Und manchmal habe ich gar keine Chance hier was zu machen bei einigen Angriffen. Komm. Meine Güte, stell dich doch nicht so an. Ich längst hier fertig sein können, aber jetzt dauert da wieder eine Ewigkeit. Bah. Ja. Ich denke, wenn der Kampf hier fertig sein können, ey. Dreck. Oh nee. Oh. Alter, das war schon wieder viel zu knapp.
What? Hey. Auf damit. Boah, geh weg. Wah. Man, lass mich am Boden. Ich muss mich heilen. Oh. Junge. So, noch mal. Danach kommt, glaube ich, noch ein Boss. Wenn ich mich irre. Da ist du wieder. So, was jetzt, ne? Super. Die ganze Zeit X, weiß man, was das bringt. Wir sind ja echt zu wenig Platz, um den zu bekämpfen. Alter! Warum kann ich das schon wieder nicht einsetzen? Ja, was ist denn hier los? Hey. Ja, komm, lass dich treffen. Klick auf den Boden, oder was weiß ich. Na, komm, sieht mir. Oh. Na komm, steh auf. Und das ist echt der schwierigste von bisher. Ich werde aber, ich höre noch mein Abwehrgeräusche. Müssen wir auf den Arm nehmen? Ich weiß nicht, ob mir das irgendwie Zeit bringt hier. Der macht mich wieder fertig. Boah. Mal ein bisschen Pause hier. So, weg. Weg bin ich. So, ein bisschen schneller. So. Wenn man ja sagen, warum ich Dingens hier einsetzen kann. So, du. Komm her. Oh Gott, sieht das wenig ab. Weil wir kämpfen hier in so einem kleinen Gebiet, ne? Hey. Ist das? Das ist ja echt irgendwie schwierig, aus Angriffen auszukommen. Ey. Manchmal wird es irgendwie von Angriffen getroffen und kannst manchmal nichts dagegen machen. Da. So, das gibt's. Junge. Er ist trotzdem aber einfacher als andere Kollege. Mal den hier einer annehmen, wie ich den fertig mache. Und tschüss. Noch nicht. Ist irgendwie fast unbesiegbar, wenn er in der Luft ist, habe ich so für. Ja, tötet den hat. Wuff. So, er hat schon wieder länger gedauert, als es eigentlich sein sollte. Aber okay. Warum nicht? Gegen hat mich aber nicht gekämpft. Wieder ist ein Schlüsselloch gegangen. Hey Josh, where'd it go? Somewhere else. Out of Traverse Town and out of my reach. We'll just have to let it go. Great. So we failed the mission? I'll go after it. What? Come on, I'm not an actual player. Can't I bend the rules? Well, I guess the rules of the world don't apply if your hearts are connected. Right, Sora? That's how you roll. Right.
Then it's settled. Sora. Hmm? Thanks. It wasn't easy. You made it easier. Yeah. Wow, Neku. You've changed. Huh? You think? Yeah. You're less dorky. What? Once you find your friend, Sora, you should come hang out in our town. Definitely. See you in Shibuya. Sure. It's a deal. Anything I should pass on to Riku? Nah. I'll see him soon. Dann auf zu neuen Gefilden in der Traumwelt. Ja, oh, ich krieg auch ein geiles Schwert und jetzt können wir wahrscheinlich eine Katze ziehen, ne? Die im Part noch länger ein, die dann weiterzieht. That works for me. We all got a role to play, right? Gorsh, at least he's honest in a dishonest way. Silence. No underling of mine shall be insulted so. I have great plans for dear Pete and for all the worlds, once I have taken them for my own. Then I've got bad news for you. That day's never gonna come. Perhaps you should take a few moments to reconsider. Or does the Queen's life mean nothing to you at all? Mickey, don't you listen to her. You can't let Maleficent have her way. No, Minnie! All right, Maleficent. Tell us what you want. Let me see. Shall I begin with this world? I much preferred it in its darker, more ominous permutation. You said it. This place needs some lights out time. You're lying, Maleficent. Not even you would go through this much trouble just for that. What is it you're really after? Very perceptive. I presume you are familiar with Xehanort. The man who led me to discover worlds outside of my own. You know him? As do you, I see. Yes, he shared everything with me. How to go about winning a heart over to the darkness. And, most gloriously, about the seven hearts of pure light. The ones that would grant me the power I need to conquer all worlds. However, the worlds were too complex, too much for even me to contain. It seemed I had miscalculated. Then it came to me. Of course, I could go about conquering other worlds in my own manner. You do have the data for all the worlds, do you not? And now you will hand it over to me. What do you mean? Don't you bozos pretend you don't remember. Me and Maleficent was trapped inside it. Now cough it up! Why do you want the data? I'm afraid that is no concern of yours. Wouldn't want a royal Minnie Mouse in us to get a boo-boo now, would we? I see you have failed to recognize the futility of your situation. Very well. Face your doom! Oh, Mickey! Minnie! Maleficent, you lose! Say, m'lady, I think the pipsqueak's right. We better hit the road. Ja, ich glaube, wenn man Mickey steuern würde und Donald und Goofy als Partymitglieder hätte, das hätte auch irgendwie was. Hey, wait for me, Maleficent. Wait. Hm?
use the darkness to get here? That was reckless. But gosh, I didn't expect you to save us. Axel. Axel didn't. My name is Lee. Got it memorized? Nee, Entschuldigung, wie war es nochmal? Person, deren Name mir jedes Mal irgendwie entfällt. Ja, wollte schon sagen, auf eine Anspielung an Recoded. Das einzige Kingdom Hearts Spiel, das ich nicht gespielt habe. Von dem, was ich weiß, auch nicht so wichtig ist. Um, weiß ich nicht, die Story ein bisschen ja besser zu verstehen. Muss eigentlich, glaube ich, jede Welt von Kingdom Hearts 1 nochmal besuchen. Nur was diese irgendwie Daten sind. Dann gibt es irgendwie so einen Daten-Rico, der irgendwie hilft. Und so weiter und so fort. Also nichts so Besonderes. So, wir haben zwei neue Welten. Oh. Meine zwei Lieblingswelten in diesem Spiel, weil die beide sehr schön sind. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Welt, in der nächsten Part, werden wir mit Zora oder mit Rico in die Welt, das Land der Musketiere hier betreten. Es kam Stufe 26. Zum Glück bin ich hier jeden auf Level 26 am Hochtrainieren. Und ja, dann würde ich sagen, ich beende die Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann tschüss!